Hallo Freunde Nacht, da bin ich wieder, euer Sadu mit einer neuen Folge Empire of Sin. Wir haben in der letzten Folge uns eine Ärztin angeheuert, dann sind wir überfallen worden mitten auf der Straße, was wir ordentlich abwehren, was wir abwehren konnten. Und sind jetzt hier in dem Viertel dabei, mit dem nächsten Boss zu sprechen. Ja. Gespräch beginnen wollen wir. Wir haben dann ein paar Bosse abgeklappert. Haben wir mit dem nicht schon geredet? Mir gefällt nicht, wie Nasi, Mabel und Ellie Katz stehen. Die sollten ihre Geschäftsbeziehungen beenden. Nein, kein Interesse. Wir machen das nicht. Ist das ein Scherz? Ich rede mit ihnen und ihren kleinen Freunden. Vielleicht kann ich die dazu bewegen, diese Zusammenarbeit zu beenden. Ja klar, viel Glück. Saving. Yeah, right. Good luck with that. Was soll das denn? So. Stellen Sie Carlos zur Rede. Wir könnten ja die Quest mal noch abschließen. Das ist übrigens auch so ein Punkt. Wenn man jetzt hier draufklickt, wäre es schön, dass wir dann dorthin kommen. Aber nein. Kommt man nicht. Man muss ja halt dieses gelbe Icon anklicken, dann sieht man, wo man hin muss. Das war der Vorführeffekt, aber wartet mal, das müssen wir jetzt nochmal testen. Wenn man weiter weg ist, geht das, oder? Oder geht das nur, wenn das Spiel nicht pausiert ist? Das haben wir doch aber schon hinbekommen. Komisch. Mal geht's nicht. Oder muss man wirklich ganz weit weg sein? Naja, wir sehen es ja jetzt. Normalerweise hat das funktioniert. Wir reisen hier hin. Sind jetzt hier. Mit Linksklick geht das auch. Ich war gerade kurz erstaunt, weil normalerweise. Rechtsklick und dann rei dahin reisen, aber mit Linksklick geht das auch automatisch, ohne dass da irgendwie noch ein Untermenü sich öffnet und man auf dorthin reisen halt klicken muss. Wieder was dazugelernt, aber wir sind natürlich nach wie vor auch noch Anfänger hier in dem Game. Oh, Sicherheit wurde verbessert, das ist gut. Wir haben auch wieder 2600. Auf der hohen Kante. Oh, gebrochen. Das ist ihre Beerdigung. Krieg hat er uns jetzt aber nicht erklärt, oder? Nö, alles neutral. Oh, was ist mit denen los? Übereinstimmung der Persönlichkeit und Spannung zu ihr her. Los Luceros. Das ist ja schlimmer als mit dem guten El Capone. Kann man eigentlich auch sowas wie nicht Angriffspakte eingehen? Wir können das mal mit ihr probieren. Weil 114 hat die Meinung von uns extrovertiert plus 100. Krieg erklären wollen wir nicht. Handeln, Tribut anbieten, Dauerauftrag. Nicht Angriffspakt. Die befinden sich im Krieg. Aha. Die befinden sich oder wir befinden uns? Nö, wir sind mit jedem neutral. Mit wem befinden die sich denn im Krieg? Geht leider nicht. Können wir das noch bei einem anderen probieren? Also die waren über 100, minus 12, minus 54. Plus 2. Kann doch nicht sein, dass plus 2 das Höchste dann noch ist, oder? 35. Da, 35, aber das ist der, der hier gerade das Angebot gebrochen hat. Können Sie uns ja mal anschauen.
Das würde sogar funktionieren, oder? Sehr gut. Wisst ihr was? Lasst uns das mal bei allen versuchen. Wir haben keine Lust auf Kriege. Es gibt noch genügend, in Anführungsstrichen, neutrale Sachen, die wir da erobern können. Mit denen können wir das gar nicht machen. Anscheinend ist das schon im Gange. Auch ein bisschen schade, dass man das hier in Geschäftsvereinbarung haben wir nur, dass man nur halt sieht, ob man es machen kann oder nicht machen kann. Oder zählt eine Geschäftsvereinbarung auch als Nichtangriffspakt? Oh, die machen die Soltis-Gang platt. Mit dem wäre es halt wichtig. Hier geht's. Ah, macht er mit. Sehr gut. Die brauchen wir ja eigentlich nicht fragen. Das sind unsere Freunde. Geht auch gar nicht. Ach so, ja, weil die sich im Krieg befinden. Hm. Mit denen haben wir einen Nicht-Angriffspakt. Mit dir geht es nicht. Und die Soldesgänge ist uns relativ egal. Mit denen geht's nie, weil die im Krieg sind. Ja. Na, haben wir das mal alles durch. Nora Quinn hat ein neues Talent erworben. Ja, das ist das Heilen gewesen. Was kann sie denn noch? Chirurgische Präzision. Alle Angriffe haben eine Trefferchance von 10% und eine Chance von 55% dem Ziel Bluten zuzufügen. Ich schätze mal, die 10% sollen dazu addiert werden. Sie könnte eine Schrotflintenausbildung bekommen oder besorgen lebenserhaltende Maßnahmen. Alle freundlich gesinnten oder verbündeten Charaktere im Umkreis von 4 Metern werden jetzt verbluten, anstatt zu sterben. Hatten wir das nicht schon ausgewählt bei irgendjemandem? Nein, hatten wir noch nicht ausgewählt. Aber wir nehmen das. Das passt auch zu ihrem Charakter, dass sie halt eine Heilerin ist, eine Ärztin ist. Mach das mal bitte. So, und jetzt können wir mit dem Carlos hier reden. Handel angefragt. Die Killer Katis fragen einen Handel an. Sie bieten 135 Dollar, sie verlangen 37 Fässer Fusel. Ja, können wir machen. Wir haben genügend Fusel. Das klingt nach einem Deal. Jo, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Carlos töten einfach so? Wir sprechen erstmal mit ihm, ja, bevor wir schießen. Wir können den immer noch umnieten. Sind Sie Carlos Dominguez? Bin ich. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Jemand, den ich kenne, Maria Rodriguez, will Sie tot sehen. Wissen Sie das? Oh, ja, deshalb sind Sie also hier. Nun, so lächerlich das auch klingen mag, aber ich bin ein anderer Mensch. Ich habe Maria seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich bin mir sicher, dass sie sich auch geändert hat. Oh, hm. Sie haben recht, das klingt lächerlich und ziemlich praktisch für Sie. Wie haben Sie sich geändert? Oder wir können ihn wieder töten. Hm. Wie haben Sie sich geändert? Ich war ein schrecklicher, schrecklicher Mensch. Ich habe Maria Dinge angetan, die nicht gut zu machen sind. Ich habe anderen das Leben genommen. Sie hat allen Grund, mich zu hassen. Aber dieser Mensch bin ich nicht mehr. Ich habe einen Sinn gefunden, wo es vorher keinen gab. Dann haben Sie also zu Gott gefunden oder so?
Ha, genau. Ich kann nicht zurücknehmen, was ich getan habe. Ich kann versuchen, ein besserer Mensch zu sein und zu werden. Doch ich wusste, dass meine Vergangenheit mich eines Tages einholen würde. Also wenn Sie hier sind, um mein Leben zu beenden, dann soll es so sein. Tun Sie, was Sie tun müssen. Tut uns leid. Wir haben es der Maria versprochen. Carlos töten, gut, und jetzt schön stillhalten. Wir reden mit der Maria. Was zum Teufel? Ich sagte doch, dass ich mit ihm rede und nicht sie. Ach, das war das vor uns. Ich dachte, sie wollte mit dem anderen Boss reden. Ja, wir können jetzt sagen, wer hat hier denn das Sagen, Maria? Du? Ich glaube nicht. Wir nehmen das Zweite. Ich wollte ihn töten, also habe ich das getan. Was soll's? Und jetzt? Er hätte durch meine Hand sterben sollen, nicht durch ihre, sie Bastard. Sie hatten nicht das Recht, mir das zu nehmen. Ich muss mir das nicht bieten lassen. Ich verschwinde. Oh, nee. Was ist denn jetzt los hier? Warte, Maria, es tut mir leid. Geh nicht, okay? Na schön, dann gehe ich nicht, doch. Das werden sie wieder gut machen müssen. Also, wie wollen sie das anstellen? Die will mehr Geld, oder? Oh, 2500. Das ist so viel Geld. Überredungskunst. Maria, du weißt doch, dass du das Beste bist, was ich habe. Wenn du gehst, wer wird dann helfen, den Leuten die Fresse zu polieren? Ha, es hat funktioniert. Gut, wenn sie das nächste Mal etwas machen, was mir nicht gefällt, dann bin ich wirklich weg. Klar? Sicher, Maria, wenn du das sagst. Wow, da gab es 7.500 Ocken dafür. Das ist ja krass. Und irgendein Item. Und wir sind mürrisch geworden. Das müssen wir uns mal genau anschauen. Wow, schaut euch das an. 7.500 gab es für die Quest. Das ist heftig. Gangster. Wir sind mürrisch geworden, oder? Wütend? Oder betrifft das die Maria, die da mürrisch geworden ist? Ja, sie ist mürrisch geworden. Dauer noch 100 Runden. Was sind denn hier 100 Runden mit dem Game? Die meinen das wahrscheinlich. Halt 100 Gefechtsrunden. Das sind natürlich Scheibenkleister. Naja, gut. Passiert. Tut uns doch leid, Maria. Du bist unsere Beste. Bla bla bla. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch bekommen haben. Das sah wie eine Halskette aus. Was bringt die denn? Ist keine Halskette. Das sah doch aber so aus. Ach hier, schaut mal. Rosenkranzperlen. Plus 10 Initiative, plus 5 Verteidigungsbonus, plus 15% maximale Gesundheit. Ob Gott auf deiner Seite ist oder nicht, es fühlt sich mit diesen Perlen schon ein bisschen besser an. Wir werden das jemandem geben, aber nicht unserem Boss. Der hat genügend Gesundheitspunkte. Ja, das heißt hier Gesundheitspunkte, Freunde der Nacht. Wir geben es ihr. Rosenkranzperlen. Bitte sehr. Sie sollte ja unsere Nahkämpferin werden. Wie weit ist das jetzt ja eigentlich? Dieses Talent fast fertig. Dann geben wir hier, wir können ja jetzt schon diesen Baseballschläger geben. Das war doch der, ja, 6.300 Dollar Pace-Schläger. Baseballschläger. So, aber nun nichts wie zurück. Ja, auftragspur, ich weiß, wir haben noch so viel zu tun, aber
Wir müssen uns auch ausbreiten. Ich denke, das ist in dem Spiel eminent wichtig, dass wir uns hier halt wirklich schnell ausbreiten, um uns ordentlich viel Schotter zu sichern. Zwei von fünf. Sind wir so weit, uns mit dem Gebäude anzulegen, was zwei von fünf hat? Wir haben genügend Dollar, um noch ein paar Verbesserungen durchzuführen. Ich denke, wir werden hier das Gebäude angreifen. Können es da schon mal in Stellung bringen. Und dann werden wir aber auch noch ein paar Verbesserungen durchführen für unsere Geschäfte. Wie sieht es denn von den verschiedenen Bordellen aus? Verdacht 0 von 100, Verdacht 60. Das ist ein Casino jetzt. Ah, ist das schwer. Also wir müssen hier in dem Casino auf jeden Fall was machen für die Ablenkung. 1300, das geht. Nehmen wir mit. So, 23 Tage. Wisst ihr was? Wir beschleunigen das mal, um das einfach zu sehen, ob jetzt hier oben sich der Wert direkt verändert. Nö. Vielleicht muss man die Zeit auch ein bisschen vergehen lassen. Nicht sicher. Wir hatten in unserem Casino 60 Verdacht. Ich schreibe mir das mal auf den Zettel, damit wir das nicht vergessen. Verdacht 60 im Casino, Ablenkung, Nachablenkung. Wow, ich habe eine Klaue, ey. So. Speakeasy könnte ebenfalls eine Verbesserung vertragen. Ablenkung. Das Modell hier ebenso. Wenn man Geld hat, soll man Geld ausgeben. Oh, schaut mal hier. Die haben sogar schon 70. Die Brauerei. Wollt ihr uns veräppeln? Da beschleunigen wir es sogar mal. Unterschlupf werden wir noch ein bisschen in die Sicherheit investieren. Ja. Und die Brauerei, da werden wir die Produktion noch ein bisschen ankurbeln. Und dann sind wir das ganze Geld los. So, Brauerei 90 Verdacht. Ja, werden wir nur noch ganz kurz in den Tag vergehen lassen. Was war denn das für ein Geräusch? Sie will mit uns reden. Ja, mach mal. Los Luceros ist gesunken. So, ein Tag rumgegangen. Was ist mit dem Gebäude passiert? Es war doch gerade noch frei hier, oder nee? 3 von 5? 2 von 5? Das Gebäude. Naja, wir können auch das angreifen, 2 von 5. So, Brauerei anschauen. Wo ist die gute Brauerei? Brauerei 1. Das bleibt nach wie vor hoch bei 90. Das ist schlecht. Weil wenn die uns hier die Brauerei dicht machen, sitzen wir auf dem Trockenen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber mehr können wir im Moment nicht machen, weil kein Geld mehr. Das hätten wir auch übrigens beachten sollen, weil wenn wir den Schuppen jetzt hier angreifen, dann haben wir nicht das Geld, um das Gebäude zu übernehmen. Das heißt, wir greifen mal lieber das Gebäude an und rauben das hier aus, plündern es. Ist ja auch eine Möglichkeit, um an die guten alten grünen Dollarscheine ranzukommen. Eine Nachricht von ihren Wachen. Hey Boss, da hängt ein seltsam aussehender Typ in unserem Bau rum. Aha. Gut, ich komme rum. Neue Quest. Mann, 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 Mann. Immer zu tun. Schaut euch das mal an. Immer ist irgendwas los. Mit You müssen wir auch reden. Treffen mit der CME müssen wir auch machen. Easy war beschäftigt. Müssen wir auch machen. Ach, so viel zu tun. Aber in der nächsten Folge geht es dann direkt los, indem wir hier das Gebäude angreifen und es ausplündern, damit wir wieder ein bisschen an Geld rankommen, damit wir das nächste Gebäude dann ausbauen können. Ach, ihr seht schon, Probleme über Probleme. Unsere Brauerei, Verdacht von 90. Was passiert, wenn sie auf 100 hochgeht? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Wir wollen nicht auf den Trockenen sitzen. Wir müssen trinken. Dann müssen wir Wasser trinken. Oh. Nee, wollen die uns vergiften? Freunde der Nacht, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts unten gibt es noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.